Hallo und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie versprochen gibt es heute das Video, wo ich die 85 Bücher ranke, die ich in 2022 gelesen habe. Also ich werde bei dem letzten Buch anfangen, also das schlechteste Buch, und dann zum besten hin. Das war gar nicht so leicht, wie ich dachte. Also ich habe die Liste schon vorbereitet, sonst würde ich das nicht schaffen. Und ich dachte, das ist eigentlich relativ leicht, weil ich ja immer so eine Sternebewertung gegeben habe und so. Aber in manchen Sternekategorien, zum Beispiel 4 Sterne, habe ich richtig viele Bücher. Und jetzt im Nachhinein hätte ich halt einige Bücher anders bewertet oder besser bewertet. Deswegen habe ich die vielleicht jetzt höher geschoben, als ich eigentlich die Bücher bewertet habe. Aber ich bin eigentlich jetzt zufrieden mit der Bewertung, aber es kann sich auch von Tag zu Tag ändern. Also ich bin mir ziemlich sicher, bei den Top 10 und bei den letzten 10, dass die immer so bleiben würden. Aber alle Bücher so in der Mitte sind, glaube ich, von Tag zu Tag anders. Also wie ich die ranken würde. Ich bin jetzt erstmal so zufrieden, wie das ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, weil ich glaube, das Video wird schon lang genug werden, ohne dass ich jetzt ein langes Intro mache. Genau, ich habe einige Bücher hier als richtiges gedrucktes Buch und viele habe ich auf dem Kindle gelesen, aber da blende ich euch einfach immer einmal das Cover ein, damit ihr wisst, wie das aussieht, falls ihr das auch lesen wollt oder auch nicht, weil das eines der schlechtesten Bücher war, die ich gelesen habe, dass ihr wisst, welche ihr umgehen solltet. Ja, ich würde sagen, ich fange direkt mal an mit dem ersten Buch. Ich würde nicht viel zu jedem Buch sagen, so 1 bis 2 Sätze höchstens, damit es einmal schnell durchgeht. Platz 85 ist Bunny von Mona A. Ward. Das Buch habe ich einfach nicht verstanden. Ja, war mir zu kompliziert. Platz 84 ist The Hating Game von Sally Thorne. Das ist das schlechteste Romance-Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Nee. Also ich fand es einfach nur nervig. Das Buch auf Platz 83 ist Our Wives Under the Sea von Julia Armfield. Auch das Buch habe ich nicht verstanden. Also ich habe die generelle Geschichte verstanden, aber ich habe nicht verstanden, was es mir sagen möchte. Und ich fand es ein bisschen komisch. Auf Platz 82 The Secret History von Donna Tartt. An sich die Geschichte fand ich gut, aber ich fand es sehr schwer, überhaupt erstmal in das Buch reinzukommen. Manchmal fand ich es sehr kompliziert geschrieben. Ich habe es halt auch auf Englisch gelesen. Vielleicht wäre das eine andere Sache, wenn ich das auf Deutsch gelesen hätte. Für mich war das jetzt so nichts, aber ich kann verstehen, warum es so viele gut finden. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass, wie viele schon sagen, dass es ein Modern Classic Buch wird, ist, sein soll, kann. Und wie gesagt, ich sehe das Potenzial, aber für mich war es nicht das richtige Buch. Dann The House Across the Lake von Riley Sager. An sich fand ich das Buch gut, aber eine Sache ist halt passiert, die ich nicht gut fand, und das war eine sehr große Sache in dem Buch. Und das mochte ich halt überhaupt nicht, und das hat das ganze Buch irgendwie für mich ruiniert, weil es halt so ein großer Teil vom Buch war. Dann auf Platz 80 ist Lila von Colleen Hoover. Mochte ich nicht, weil Paranormal mag ich nicht. Mehr Grund brauche ich nicht. 79 ist Boy Parts von Eliza Clark. An sich fand ich das Buch richtig gut, aber auch hier habe ich das nicht so ganz verstanden. Deswegen ist das nicht so gut bewertet worden von mir. Aber ich kann auch verstehen, warum andere das gut finden. Dann auf Platz 6, auf Platz 78 ist 65 Days von Catherine Ryan Howard. In dem Buch geht es um die Corona-Zeit. Also es ist halt ein Thriller in der Corona-Zeit und das war das, was mich so gestört hat. Ich glaube, hätte ich das in ein paar Jahren gelesen, wäre das was anderes gewesen. Aber für mich war das zu nah an der Corona-Zeit dran, dass ich das gut... Also ich fand es halt deswegen nicht gut, weil mich das zu doll an die Corona-Zeit erinnert hat. Und mich hat es auch irgendwie genervt, die ganze Zeit über Corona zu lesen, wenn man eigentlich gerade froh war, dass man aus der Zeit so fast raus war. Und dann wollte ich halt nicht direkt danach über die Zeit lesen. Ich glaube, wenn man das vielleicht in ein paar Jahren liest, dann geht das. Ja, ich weiß nicht. Oder man möchte halt nie wieder darüber lesen. Das kann ich auch verstehen. Ja, 56 Days war an sich, die Geschichte fand ich richtig gut, aber Corona-Zeit. Ja, dann das erste Buch, was ich hier habe. Das ist The Last Anniversary von Leanne Moriarty. Das ist auf Platz 77, weil einfach zu viele Personen gab. Also ich war dann irgendwann nur noch verwirrt und wusste gar nicht mehr, wer ist. Und ja, deswegen fand ich das nicht so gut. Dann auf Platz 76 ist Twisted Love von Anna Huang, weil ich, also, nee. Ich möchte auf jeden Fall noch den Rest der Serie lesen, weil ich glaube, das könnte besser werden. Ich mochte halt einfach nur Alex nicht, und wenn man schon die zweite Hauptperson nicht mag, dann ist halt doof. Und deswegen auf Platz 76. Und dann auf Platz 75 habe ich How to Kill Your Family von Bella Mackey. Ich kann mich halt auch gar nicht mehr so wirklich an das Buch erinnern. Ich weiß nur, dass es irgendwie ziemlich sich lang gezogen hat und ich das deswegen relativ schlecht bewertet habe. Ich habe das aber damals irgendwie nur für
Also ich habe das in England gekauft und ich glaube, ich habe irgendwie 4 Pfund oder so am Flughafen dafür bezahlt. Deswegen bin ich nicht böse, dass ich das gekauft habe. Ich finde das Cover halt auch eigentlich echt cool. Auf Platz 74 ist Too Late von Colleen Hoover. Einfach, weil es bessere Bücher von ihm gibt und ich fand das Buch jetzt nicht so gut. Auf Platz 73 habe ich Love on the Brain von Ellie Hazelwood, weil ich Bee einfach nur nervig fand. Ich glaube, ich muss schneller reden. Ich muss weniger zu den Büchern sagen, weil ich habe jetzt schon fast 8 Minuten geredet. Und ich bin erst auf Platz 72 jetzt und das ist The Paris Apartment von Lucy Foley. Ich glaube, Lucy Foley und ich werden einfach keine Freunde. Ich kann mit ihren Büchern nicht warm werden. Deswegen ist auf Platz 71 auch The Guest List von Lucy Foley. Ja, die ersten 200 Seiten haben sich richtig lang gezogen bei beiden Büchern für mich und die letzten 100 Seiten waren dann doch noch gut, aber nicht gut genug. Dann auf Platz 70 habe ich Magpie Society von Amy McCullough und Zoe Sack. Das war das zweite Buch der Duologie und ja, kann man mal gelesen haben, aber es ist jetzt auch nichts Überragendes oder Weltbewegendes. Dann auf Platz 69 habe ich Call Me By Your Name von Andre Aciman. Ja, an sich fand ich das Buch eigentlich gut, aber ich habe das auch auf Englisch gelesen. Ich glaube, das war vielleicht ein bisschen zu, wie heißt das, poetisch? Nicht, aber so, weiß nicht, ich mag es manchmal, wenn Bücher einfach so richtig leicht geschrieben sind. Das war halt ein bisschen, ne? Und so, ich mag auch nicht so gerne Romance mit großem Altersunterschied. Deswegen. Auf Platz 69. Auf Platz 68 habe ich Evidence of the Affair von Taylor Jenkins Reid. Das ist ihre kurze Novelle, 86 Seiten. Fand ich jetzt nicht weltbewegend. Deswegen heißt es überhaupt so. Fand ich jetzt nicht überragend. Dann habe ich auf Platz 67 The Spanish Love Deception von Eleanor Ahrens. Fand ich okay, fand ich jetzt auch nicht überragend. Ahrens fand ich eigentlich ganz cute. Eleanor hat mich auch am meisten genervt. Und ich dachte, das spielt hauptsächlich bei der Hochzeit. Aber das ist gar nicht so der größte Teil. War aber okay, aber ähnlich wie The Hating Game hat mich das genervt, dass die auch die ganze Zeit meinte, dass er so groß ist und sie so klein und bla bla bla. Dann habe ich The Fine Print von Lauren Asher. An sich fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht, aber es gab halt einfach so viele bessere Bücher dieses Jahr, dass es halt relativ weit unten gelandet ist. Dann habe ich Regretting You von Colleen Hoover, einfach weil ich die Geschichte nicht so gerne mochte. Ich glaube, ich hätte das mehr gemocht, hätte das zu einer anderen Zeit in der Geschichte gespielt, also ein bisschen früher. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn ihr das Buch schon gelesen habt. Ich will halt nicht spoilern, deswegen sage ich jetzt nicht mehr dazu. Dann habe ich Everything I Know About Love von Dolly Alderton auf Platz 64. Ich weiß gar nicht, warum das so weit unten ist, weil ich fand das eigentlich richtig gut und ich finde, jeder sollte das mal in seinen 20ern gelesen haben, weil man einfach merkt, man ist, ja, alle denken eigentlich das Gleiche und niemand weiß so richtig, was er tut. Ich fand es eigentlich richtig, richtig gut und kann es auch auf jeden Fall nur empfehlen. Dann habe ich auf Platz 63 The Song of Achilles von Madeline Miller, einfach weil ich nicht so viel damit anfangen konnte. Ich fand es auch super traurig, aber auch am Ende geweint und ich fand es trotzdem richtig, richtig schön. Auch einfach wie es geschrieben ist, fand ich richtig schön, aber griechische Mythologie ist einfach nicht so meins. Auf Platz 62 habe ich Happy Hour von Marlo Granados. Ich weiß, worum es ging, aber ich kann mich jetzt nicht mehr so krass an das Buch erinnern, aber ich weiß, dass ich das ganz cool fand. Dann auf Platz 61 habe ich The Best of Friends von Lucinda Berry. Und da ging es um 3 Teenage-Jungs, aber das war aus der Perspektive von den Müttern geschrieben, was ich eigentlich ganz cool fand. Aber war jetzt auch irgendwie nicht das beste Buch. Es gab halt einfach bessere Bücher dieses Jahr. Dann auf Platz 60 ist Every Last Secret von A.R. Torr. Das Buch habe ich schon eigentlich fast vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch so grob, worum es ging und ich fand es auch gut. Und in dem Moment, als ich das gelesen habe, war ich auch so gepackt von der Geschichte so und wollte es auch unbedingt weiterlesen. Aber jetzt im Nachhinein, ja, kann ich mich jetzt nicht so doll daran erinnern. Dann auf Platz 59 habe ich My Policeman von Bethany Roberts. Das Buch fand ich auch eigentlich mega gut. Den Film habe ich immer noch nicht geguckt, aber den muss ich noch gucken. Dann auf Platz 58 habe ich Normal People von Sally Rooney. Musste kurz das hinten drauf lesen, um nochmal zu wissen, welche Geschichte das war, weil ihre beiden verwechsel ich immer, weil ich Normal People und Conversations with Friends beides dieses Jahr gelesen habe. Bei Normal People haben mich die Charaktere irgendwann einfach nur noch genervt. Dann auf Platz 57 ist 7 Days in June von Tia Williams. Ich weiß auch gar nicht, warum das so weit unten ist, weil eigentlich fand ich das auch ganz gut. Aber wie gesagt, es gab halt einfach
so viele Bücher, die besser waren. Deswegen ist es leider relativ weit unten. Weil an sich fand ich das richtig gut. Das ist auch so eine Second Chance Romance. Das mag ich eigentlich auch immer sehr gerne lesen. Deswegen eigentlich kann ich das auch sehr empfehlen. Dann auf Platz 56 ist Mary Jane von Jessica Amya Blau. Ist so ein Coming-of-Age, so eine Coming-of-Age-Geschichte, fand ich auch sehr gut. Kann ich auch empfehlen. Dann auf Platz 55 habe ich Punk 57 von Penelope Douglas. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was ich noch dazu sagen soll. Ich fand es eigentlich ganz gut, weil man auch, also es war halt mal so ein anderes Romance-Buch, als was ich normalerweise lese, fand ich. Also weil halt beide Charaktere eher, weiß ich nicht, man mochte halt beide Charaktere nicht so richtig, aber irgendwie doch. Fand ich. Dann Better Than the Movies von Lynn Painter auf Platz 54. Das ist ein YA-Romance. Fake Dating. Fand ich süß. Ja, mehr auch nicht. Dann habe ich Conversations with Friends von Sally Rooney. Das fand ich ein bisschen besser als Normal People, aber ist auch nicht so viel besser. Man muss sich halt an Sally Rooneys Schreibstil gewöhnen, finde ich. Weil sie auch so nicht so Anführungszeichen setzt und daran muss man sich immer kurz gewöhnen. Dann habe ich auf Platz 52 Terms and Conditions von Lauren Asher. Das fand ich besser als The Fine Print, weil ja, ich mochte die beiden halt einfach lieber als Rowan und Sarah. Aber ich freue mich noch mehr auf Final Offer, was ja jetzt im Januar rauskommt, am 31. glaube ich. Und darauf freue ich mich am meisten, weil ich Cal am liebsten mochte. Dann habe ich auf Platz 51 Shatter Me. Ich weiß nicht, warum das so weit unten ist, weil ich fand es richtig, richtig gut. Und ich werde auf jeden Fall den Rest der Serie noch lesen. Auf Platz 50 ist You'll Be the Death of Me von Carolina McManus. Ja, war so, das war eines der ersten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Deswegen kann ich mich nicht mehr so gut daran erinnern. Aber ich mag eigentlich alle ihre Bücher gerne. Dann habe ich A Court of Thorns and Roses von Sarah J. Maas. Auch hier will ich noch den Rest der Serie lesen. Ich fand es sehr spannend. Es war auch mein erstes Fantasy-Buch übrigens. Also mal sehen, ob ich jetzt in die Fantasy-Welt eintauche. Auf Platz 48 habe ich The Love Hypothesis von Ellie Hazelwood und das fand ich auf jeden Fall viel besser als Love on the Brain. Ich mag aber auch lieber Fake Dating. Auf Platz 47 ist The Christmas Castle in Scotland von Julie Kaplan. Das war einfach ein richtig süßes Weihnachtsbuch. The Sight of You von Holly Miller. Eine sehr süße Liebesgeschichte mit ein bisschen Hellsehen, aber ich fand es richtig süß trotzdem. Und hat mich auch zum Weinen gebracht. Platz 45 habe ich The Vanishing Half von Britt Bennett. Fand ich super interessant. Dann Queenie von Candice Carty Williams. Mochte ich eigentlich richtig gerne, weil man die, also Queenies Entscheidung, sie hat einfach immer die schlechteste Entscheidung getroffen. Und irgendwie fand ich das auch sympathisch, weil das passiert halt einfach im Leben, dass man da mal die falschen Entscheidungen trifft. Auf Platz 43 habe ich The Love That Lies Within von Mia Sheridan. War eine süße Geschichte, aber ja. Dann auf Platz 42 Funny You Should Ask. Ich weiß nicht, warum das so weit oben ist. Eigentlich hätte ich das weiter unten gehabt. Also jetzt denke ich halt, ich hätte das lieber weiter unten gehabt. Aber als ich die Liste gemacht habe, habe ich das halt weiter nach oben getan. Ist eine süße, kleine, schnelle Geschichte. Dann auf 41 ist 101 Essays That Will Change the Way You Think von Brianna Wiest. Mega gute Essays sind da mit drin. Also ich habe mir auch ein paar markiert, gar nicht mal so viele, aber weil ich auch irgendwann die verloren habe. Ich habe auf jeden Fall einiges davon anwenden können und ich werde es bestimmt nochmal lesen oder ein, zwei verschiedene Essays nochmal lesen, einfach weil ich sie gut fand. Auf Platz 40 habe ich Giovanni's Room von James Baldwin. Ja, sehr bewegende Geschichte fand ich. Und auf Platz 39 The Roughest Draft von Emily Wibberly und Austin Sigmund Broca. Nicht eine süße Geschichte, ich mag sowas ja gerne, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, wie so ein Buch geschrieben wird. 38 ist One Last Gift von Emily Stone, noch ein süßes Weihnachtsbuch, aber Triggerwarnung Trauer, wenn man das gerade nicht so gut lesen kann. Dann habe ich November 9 von Colleen Hoover. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso weniger mag ich das tatsächlich. Aber ja, ist halt noch ziemlich weit oben auf dem Ranking. Aber ich denke, dass es irgendwann auch nicht mehr so weit oben sein wird, weil irgendwie, weiß nicht, Insta-Love ist eigentlich auch nicht so mein Trope, was ich gerne mag. Dann auf Platz 36 A Thousand Boy Kisses von Tilly Cole. Ich habe so doll geweint bei diesem Buch, das ist einfach nur unglaublich traurig. Dann 35 und 34, also 35 Finley Donovan Knocks Him Dead von El Cosimano und 34 Finley Donovan Is Killing It von El Cosimano. Ich fand die Bücher super, super cool. Das ist mal was anderes, das ist so cozy Mystery, weil es ein
Mystery ist, was aber trotzdem sehr viel Witz mit drin hat. Also ich fand es super gut und ich freue mich auf das dritte Buch. Dann Heartbones von Colleen Hoover, fand ich eine super süße Geschichte. Und auch eins der besseren Colleen Hoover Bücher, meiner Meinung nach. Und dann Ugly Love auf Platz 32. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich wahrscheinlich Heartbones und Ugly Love tauschen. Weil Heartbones mochte ich tatsächlich lieber als Ugly Love. Ich mochte nie das Cover, aber nachdem man das gelesen hat, versteht man es. Und jetzt mag ich das Cover richtig gerne. Dann auf Platz 31 habe ich Archer's Voice von Mia Sheridan. Super süße Geschichte und das eins der ersten Smalltown Romance Büchern. Und ich mag Smalltown Romance richtig gerne, habe ich bemerkt. Will ich mehr lesen im nächsten Jahr. Dann auf Platz 30 Wahala von Nikki May. Das war, glaube ich, so ihr erstes Buch und ich fand es richtig, richtig gut. Das war aber auch eins der ersten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich kann mich nicht mehr 100% daran erinnern. Ich weiß nur, dass da am Ende ein Plot-Twist war, den hätte ich nicht erwartet und ich hätte generell nicht zu dem Verlauf vom Buch erwartet, wie er gekommen ist, aber ich fand es richtig, richtig gut. Dann auf Platz 29 habe ich Every Summer After von Carly Fortune, Second Chance Romance, fand ich super süß. Aber besser fand ich The Infinity Between Us von Annis Perkins, das ist auf Platz 28, das ist auch Second Chance Romance. Die habe ich auch beide nacheinander gelesen und ich würde sagen, The Infinity Between Us ist besser, aber es gibt mehr Hype um Every Summer After. Auf Platz 27 habe ich Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid. Das ist mein schlechteste bewertete volle Buch von Taylor Jenkins Reid. Also die Novelle war jetzt ziemlich weit unten, aber ja, Malibu Rising war bis jetzt mein least favorite von ihren Büchern. Ich habe auch noch nicht alle gelesen. Dann It Ends With Us von Colleen Hoover auf Platz 26. Es war mein zweites Colleen Hoover Buch, aber mein erstes Romance Colleen Hoover Buch, weil das erste Colleen Hoover Buch war Verity. Dann Scrooge and the Girls Next Door ist eine richtig süße Grumpy and Sunshine Weihnachtsgeschichte. Also könnt ihr euch schon mal merken für nächstes Jahr. Fand ich super süß. Dann auf Platz 24 ist The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes. Ich möchte auf jeden Fall auch noch den Rest der Trilogie lesen. Fand ich mega gut. Am meisten mochte ich die kurzen Kapitel. Dann kommen wir zur Off-Campus-Serie. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das so jetzt das finale Ranking ist. Und ich glaube, das wird sich auch immer wieder ändern. Aber Off-Campus-Serie, Platz 23 The Score, Platz 22 The Mistake, Platz 21 The Deal und Platz 20 The Goal, weil ich glaube, ich mag John Tucker am liebsten. Ja. Obwohl ich, nachdem ich The Deal und The Mistake als erstes gelesen habe, The Mistake sogar besser fand als The Deal. Jetzt finde ich das andersrum. Schwierig. Also ich glaube, ich ändere da auch tagtäglich meine Meinung. Dann auf Platz 19 People We Meet on Vacation von Emily Henry. Das war mein erstes Emily Henry Buch und fand ich ganz süß. Und dann auf Platz 18 ist das zweite Emily Henry Buch, was ich 2022 gelesen habe. Und das ist Book Lovers. Fand ich besser als People We Meet on Vacation, obwohl das mehr Hate abbekommen hat als People We Meet on Vacation, habe ich das Gefühl. Aber ich mochte das lieber, weil ich mag das auch einfach dieses, wenn die Charaktere halt auch in der Buchbranche und so arbeiten. Dann auf Platz 17 habe ich jetzt Starts With Us. Ich verstehe nicht, warum so viele das nicht mögen. Ich finde Happy Endings super und Happy Ending. Dann auf Platz 16 ist Before the Coffee Gets Cold von Toshikazu Kawaguchi. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, aber ich fand das ein super interessantes Buch. Einfach so, ja, ich fand es einfach richtig süß. Und es hat auch so zum Nachdenken angeregt. Dann auf Platz 15 habe ich Inner Holidays von Christina Lauren. Das fand ich ein sehr süßes Weihnachtsbuch. Platz 14 ist The First to Die at the End von Adam Silvera. Ich finde die Geschichte einfach super, super süß. Und dieses Deathcast-ganze Konzept von dem Buch finde ich super. Platz 13 habe ich Maybe in Another Life von Taylor Jenkins Reid. Super spannendes Konzept von dem Buch. Also, dass sie halt eine Entscheidung treffen muss und dann im Buch halt beide Wege erzählt werden. Und wie verschieden das Leben einfach ist. Also was eine Entscheidung einfach im Leben bewirken kann. Krass, wenn man drüber nachdenkt. Dann Red, White and Royal Blue von Cassie M. McQuiston. 12. Fand ich super süß, das Buch. Und habe ich relativ schlecht bewertet. Also nicht wirklich. Aber ich glaube, ich hätte es besser bewertet, wäre ich nicht in der Leseflaute gewesen. Deswegen ist das eigentlich relativ weit oben. Ich finde das super süß. Und ich freue mich auf den Film. Dann One True Love von Taylor Jenkins Reid. Auch eine sehr süße Geschichte. Oder eine sehr zum Nachdenken anregende Geschichte. Weil man weiß selber nicht, was man tun würde. Dann The No-Show von Beth O'Leary auf Platz 10.
Da war ein Plot-Twist am Ende, den hätte ich nie erwartet, aber ich fand es richtig, richtig gut und richtig spannend, das Buch. Auf Platz 9 habe ich The Kiss Potion von Helen Wang. Auch ein sehr, sehr süßes Buch und spicy. Es war trotzdem sehr, sehr gut. Das sind jetzt auch meine 5-Sterne-Bücher, also Platz 1 bis 9 sind alle mit 5 Sternen bewertet worden. Platz 8 habe ich Love in Other Words von Christina Lauren. Auch eine sehr, sehr süße Second Chance Romance. Auch wenn ich eine Sache nicht mochte, die im Buch passiert ist. Aber trotzdem sehr gut. Dann auf Platz 7 ist The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Das war mein erstes Taylor Jenkins Reid Buch und das hat immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich das einfach richtig, richtig gut fand. Und ich mich da in ihren Schreibstil verliebt habe. Dann auf Platz 6 habe ich I'm Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy. Super interessant und gibt einen Einblick in das Schauspielleben von ihr und ihr Kindheitsschauspielern einfach. Oder nicht Kindheitsschauspielern, aber Kinderschauspielern. Auf Platz 5 habe ich A Little Life von Hanya Yanagihara. Ist super, super emotional und ich habe sehr, sehr viel geweint bei dem Buch, aber auch richtig, richtig gut und es hat sich so fast von gelohnt, diese 700 Seiten zu lesen, weil normalerweise habe ich echt Angst vor großen Büchern, weil die sind halt einfach so dick und das dauert so lange, die zu lesen. Deswegen glaube ich, habe ich auch Angst vor Fantasy-Büchern, weil die meistens sehr lang sind. Dann auf Platz 4 habe ich Verity von Colleen Hoover, einfach weil ich das super, super krank fand und richtig krass und ich denke mir immer, wenn man sowas schreibt, man muss doch auch selber ein bisschen verrückt im Kopf sein. Aber naja, dann auf Platz 3 habe ich Reminders von Colleen Hoover. Das ist auf jeden Fall mein Lieblings-Colleen Hoover-Buch. Fand ich super, super gut. Auf Platz 2 habe ich Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Das ist mein Lieblings-Taylor Jenkins Reid-Buch. Weil auch einfach dieser Schreibstil, das er im Interviewstil geschrieben, fand ich mal was anderes. Und dadurch bin ich auch irgendwie sehr schnell durch das Buch durchgekommen. Und Platz Nummer 1, wer hätte das gedacht? Ich glaube, wenn ihr meine anderen Videos geguckt habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Und zwar Icebreaker von Hannah Brace. Ich habe das auf dem Kindle gelesen und brauchte das jetzt nochmal als richtiges Buch. Und jetzt habe ich es und ich freue mich richtig, das nochmal zu lesen und nochmal zu lesen und nochmal zu lesen. Das ist das erste Buch, was ich überlege, halt nochmal zu lesen. Deswegen freue ich mich jetzt mega, mega doll, dass ich das jetzt habe und ich das auf jeden Fall nochmal lesen kann. Und falls ihr das noch nicht gelesen habt, müsst ihr es auf jeden Fall tun. Dieses Jahr kommt es auch auf Deutsch raus. Also wenn ihr lieber auf Deutsch lest, dann kauft es dieses Jahr auf Deutsch. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu lang geworden. Meine Kamera ist zwischendurch sogar einmal ausgegangen, weil ich zu lange aufgenommen habe. Aber genau. Das waren die 85 Bücher, die ich 2022 gelesen habe. Und ich freue mich schon auf das nächste Jahr 2023. Auf all die Bücher, die dieses Jahr rauskommen und auf all die Bücher, die ich mir schon vorgenommen habe zu lesen und auf all die Bücher, die ich schon zu Hause liegen habe, die ich lesen möchte. Das war's für heute. Falls das Video euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lesehighlight war in 2022 und dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video. Tschüss!